Ein Lehrer begann seinen Unterricht, indem er einen 50-Euro-Geldschein aus seinem Geldbeutel nahm und ihn den Schülern zeigte. Er fragte: Möchte irgendjemand von euch diesen Geldschein? Fast alle Schüler streckten die Hände hoch. Dann sagte er: Diese 50 Euro werde ich einem von euch gleich geben. Doch bevor ich das tue, erlaubt mir bitte noch etwas damit zu tun. Dann zerknüllte er mit voller Kraft die Banknote zu einem kleinen, schäbigen Papierknäuel und erkundigte sich erneut: Möchtet ihr immer noch diesen Geldschein haben? Erneut hoben viele Schüler die Hand. Okay, okay, einverstanden. Aber was würde geschehen, wenn ich das täte? Er warf den schon ziemlich ledierten, kleinen, zerknüllten Schein auf den Boden und sprang und trat mit beiden Füßen darauf, wieder und wieder, bis er völlig verdreckt war. Erneut wollte er wissen: Möchte jetzt irgendjemand immer noch diesen Geldschein haben? Die Anzahl erhobener Hände nahm nicht ab. Meine Freunde, ihr habt gerade eine wichtige Lektion gelernt. Es spielt keine Rolle, was ich mit diesem Geldschein tue. Ihr wollt ihn immer noch, weil sein Wert sich nicht geändert hat. Er beträgt immer noch 50 Euro. In eurem Leben werdet ihr euch oft zerknüllt, abgewiesen, missbraucht, beschimpft und zertreten fühlen von Menschen oder Ereignissen. Ihr werdet unter dem Eindruck stehen, dass ihr ein wertloses, kleines Stück Scheiße geworden seid. Doch in Wahrheit hat sich euer Wert keinen Cent geändert in den Augen derjenigen, die euch lieben. Der Wert eines Menschen hängt nicht von dem ab, was er tut oder nicht tut. Ihr könnt immer wieder von vorn anfangen und eure Ziele erreichen, weil euer eigener innerer Wert immer unangetastet bleiben wird.